Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Nether. Und wir sind genau vor der St. Williams Church gespawnt. Ja, auch nicht schlecht. Könnte man gleich direkt mal reingehen jetzt. Aber werden wir erstmal unser Inventar wieder auffüllen. So. Was packen wir da her? So, dann nehmen wir noch die Riegel. Zack. So, dann haben wir auf jeden Fall noch ordentlich an Loot, was wir an den Mann bzw. an die Frau bringen können. So, erstmal wieder ein bisschen aufputschen. So, jetzt werden wir mal gucken. Hier ist relativ wenig los. Weil, wie ich zu Beginn der Aufnahme schon gesehen habe, sind hier einige Safe Zones under attack. Das heißt, hier ist nichts los. Wir können ganz gechillt in die Kirche gehen. Na, Kollegen, alles klar? Ausgeschlafen? Du hast stark besucht heute hier. Oh, Munition. Ja. Und. Oh, ja, gut, für unsere kleine Pistole. Auch nicht schlecht. Nehmen wir auf jeden Fall mit. So, was haben wir hier? Komm, jetzt gib uns was Anständiges. Ja, ein paar Schippes. Ein paar Schippes sind immer gut. So, oben liegt auf jeden Fall noch ein Rucksack. Wenn er nicht schon geöffnet worden ist. Nein, ist er nicht. Sehr schön. Da. Oh, nochmal Millimeter Munition. Ja, genau. So, jetzt mal gucken. Wir gehen am besten, ja, wir gehen dahin. So. Okay, dann werden wir jetzt mal... Nee. Ich glaube, wir gehen hier raus. Okay, und... Oh, es könnte tief sein, aber hier ist nichts los. Auf jeden Fall keine Monster auf der Straße. So, und... wir sind schwach. Wir kommen nicht über den Zaun. Auch da kommen wir nicht über den Zaun. Ja, dumm gelaufen. So, da kommen wir drüber. Okay, dann werden wir mal gucken, dass wir jetzt zur Safe Zone wackeln. Wo müssen wir denn hin? Ah, so. Okay. Oh, ne, da ist ein Fetti. Okay, wir gehen dem jetzt mal großräumig aus dem Weg. Um Muni zu sparen. Wir haben zwar noch 102 Schuss, aber das heißt ja nichts. Wir werden mal erstmal gucken, dass wir neue Muni uns holen. Und unbeschadet zur Safe Zone kommen. Gucken wir mal. Auf jeden Fall ist hier tote Hose im Moment. Und die große Safe Zone, Lakeside, ist auf jeden Fall unter... starkem... da ist was auf dem LKW. Seht ihr das? Todesmutig werden wir jetzt auf den LKW springen. Hoffentlich kommt der kleine Gorilla da hinten nicht. So, Search. Mal gucken, was es hier Feines gibt. Okay. Ein Sewing Kit. Hm. Ja, gut. Kriegen wir auf jeden Fall ein paar Dollar für. Gut. Da ist die Safe Zone. Jetzt müssen wir da nur noch hinkommen. Aber ich glaube, das ist das kleinste Übel, weil hier ist nichts auf den Straßen im Moment. Cool. Also alles konzentriert sich auf die große Safe Zone. Okay, wenn die unter Beschuss ist, ist da schon ordentlich was los. Das haben wir ja schon festgestellt. Und wenn man da nicht gut ausgerüstet ist, dann ist man so schnell tot, so schnell kann man gar nicht gucken. Okay, jetzt gehen wir erstmal gucken. Hoffentlich ist die hier nicht. Nein, ist sie nicht. Okay, super. Gut, dann werden wir jetzt erstmal verbimmeln. Ah, wir sind ja genau. Ja, warte. Ja, wir müssen darüber. Ja, okay. Schwupp. Dann einmal hoch und dann müssten wir schon am Wohnwagen sein. Bingo. Bingo Bongo. Tingi Tongo. Okay, dann wollen wir mal gucken. Die können wir verkaufen. Wir verbimmeln jetzt erstmal das, was wir verbimmeln können. So. Das tun wir auf jeden Fall behalten. Da können wir uns hinterher noch was für holen. Okay. Die brauchen wir nicht. Die können wir droppen lassen. Den Tumor verkaufen wir. Wow, wir haben 6.300 Dollar. Ja. Okay, das bringt ein bisschen was. Das brauchen wir nicht. Okay, das bringt jetzt auch nicht wirklich viel. Die Muni lassen wir hier. Das Sewing Kit können wir auch verkaufen. So. Bum, 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 bum. Das haben wir schon. Das kann weg. Die Muni behalten wir auch. Dann haben wir jetzt 46 Schuss. Mhm. Ich glaube, das ist... Ja, ich glaube, die können wir gebrauchen. So, die brauchen wir eigentlich auch nicht mitnehmen, weil wir haben keine Schrotflinte. So, dann haben wir auch 41 Schuss gespart. So, dann wollen wir mal gucken,
Muni brauchen wir auf jeden Fall. So, jetzt kaufen wir erstmal Muni ein. Ganz viel Muni. So, was haben wir? 168 Schuss. Schwupp, 200. 232. Okay, das haben wir. Dann machen wir, hier ist auch so ein Shop, wo man die Haut und alles abgeben und verkaufen kann. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Trade? Nee. Nee. Ist ja gut, Tschüss. Nee, jetzt sind wir hier etwas falsch. Warte mal, wir müssen jetzt, glaube ich, erstmal hier runter. Genau. Da ist das der rote Shop da? Ich weiß es gar nicht mehr. Also ich kenne mich in dieser Safe Zone hier nicht wirklich gut aus, aber... nee. Nee. Also hier ist nix. Bum, bum, bum. Ist es das? Nee, ich glaube, hier können wir... Hier, glaube ich, können wir nur Waffen craften, oder? Könnten wir auch nochmal probieren, aber wir haben ja keine... Ja, nur Waffen. Okay, Waffen wollten wir nicht machen. Wo ist denn dieser Scheiß-Shop? Ich weiß es nicht. Kinas, wo ist er? Hm. Ja, lauf doch mal. Ja, da müsste das sein. Genau, dann gucken wir mal, ob wir hier noch was kriegen. Ansonsten verbinden wir mal die Sachen. Trade with the Order. Okay, da kriegen wir schon mal Muni. Das ist cool. So. Und Pillen. Das ist auch gut. So, und das war's dann. Okay, das können wir auch noch... Ne, das haben wir schon. Das brauchen wir nicht. Und sonst, glaube ich, gibt es hier nichts Großartiges. Gut, dann werden wir den Rest einfach verkaufen. Die Kohle nehmen wir uns mit und dann ist gut. Lalalalalalalalala. So, dann müssen wir nochmal oben zum Wohnwagen und dann gehen wir wieder raus an die Front. Lalala. Ja, ach, da hinten. Ich komme. Warte, 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 warte. Nicht weglaufen oder fahren. So. Jetzt können wir hier wieder. Ja. I. Da. Verkaufen wir das auch. Schwupp. Oh, haben wir schon wieder 6000. Ah, die verkaufen wir jetzt auch. Komm, scheiß der Hund drauf. Zack, weg damit. So, weg damit. Wir können ja wieder neu sammeln. Bam, 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 bam. So, den hässlichen Schädel. Ja gut, die Taschenlampe können wir auch verkaufen. So, tschüss. Jetzt haben wir 6600. Wow. 6600. Wir sind reich. Okay, dann machen wir die 300 Schuss ja voll. Komm, los. Das reicht. Jetzt haben wir 326 Schuss. Da sollte man auf jeden Fall was mit reißen können. Aua, das könnte wehtun, oder? Ja. Aber hat uns keinen Schaden gemacht. Okay, warum kriegen wir so viel Geld dauernd? Warum leuchtet da dauernd Kohle auf? So, wir gehen links rum. Ja, so, und los geht's. Dann wollen wir mal gucken, was wir hier so reißen können. Auf jeden Fall ist hier voll die tote Hose. Leck mich in den Dash. Aber die Skyline, das sieht stark aus. Ah, da ist ein... Der ist ein Gegner. Jawohl, komm, mein Freund. Ja. Du bist dumm. La 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 la. Okay, das hat er, glaube ich, gehört. So, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Fertig. Okay. Das ist sehr gut. So, dann könnten wir eigentlich ja da bei dem Hubschrauber mal schauen noch. Wenn wir sowieso einmal hier sind. Vielleicht finden wir ja noch was Leckeres. Oder Waffenteile. Weil da fehlt uns ja noch was, um die Uzi bauen zu können. Ja, schauen wir mal. Wir schauen mal. Da ist auf jeden Fall eine große Kiste. Genau. So, jetzt gib uns was Anständiges. Zick dich nicht so und... Ja, Shotgun Frame, Magnum Munition, Granate. Okay, die können wir verkaufen. Muni. Ja, gib mir Muni. Komm schon. Okay, die war jetzt nicht ganz so dolle, aber...
Ja, besser als nichts, ne? So, weiter geht's. Dann gehen wir einfach mal Richtung Besso Park. Im Park findet man auch teilweise noch Sachen. Super, hier kommen wir natürlich nirgendwo raus. Oh geil, da müssen wir einen riesen Umweg laufen, oder was? Ach komm, ist das nicht dein Ernst jetzt hier, oder? Doch, das ist ja ernst. Oh, das... Was machst denn du hier? Okay. Das war ja jetzt mal einfach, ne? Die Sachen brauchen wir nicht. Das ist Pillekram, können wir halten. Und weiter geht's im Text. So, das war jetzt keine wirkliche Herausforderung. Da ist schon wieder neuer gespawnt. Okay, den lassen wir jetzt einfach. Ist mir jetzt Latte. Wir gucken mal, ob wir jetzt hier noch was anderes finden. Lass uns mal rüber zum Lagerhaus da gehen, wo die LKWs parken. Da gibt es schon mal die großen Kisten, beziehungsweise irgendwelche Getränke. Oh, da ist ein Auto. Getränkeautomaten, die man auch noch öffnen kann. Jetzt gucken wir erstmal, was gibt es denn hier im Auto. Nicht dein Ernst. Gar nichts. Super. Okay, da ist ein Getränkautomat. Oder ein Snackautomat. Ja, ist ein Snackautomat. Okay, Entschuldigung, ist kein Getränkautomat. Aber wir kriegen Getränke. Aus dem Snackautomat kriegen wir Getränke. Supi. Okay, hier ist nichts mehr. Da ist auch nichts außer Europaletten. Dann geht's weiter im Text. Dann schauen wir mal. So, gehen wir hier einfach raus. Schauen wir einfach mal weiter da runter. Was es hier noch Feindes gibt. Auf jeden Fall haben wir 6 Flaschen Wasser. Das ist schon mal sehr viel wert. Da können wir schon mal... Ja, da kann man was mit reißen. Gehen wir mal darüber zu den Geschäften. Vielleicht finden wir da ja was. Ja, wir sollten gleich mal was trinken oder was essen. Ja, okay. Ich dachte, ich hätte was gehört. Aber da war nichts. Gut, dann gucken wir mal hier. Was ist denn hier? Hier ist ein Schaufenster, wo nichts drin ist. Und? Dann gehen wir mal hier rein. Hallo, guten Tag. Ich hätte gerne einen Cheeseburger. Hier ist ja gar nichts. Och, Manno. Hier ist nichts. Das war jetzt ja super. Okay. Wir gehen weiter hier runter, ne? Ja, in diese Richtung. Da müsste doch irgendwie was zu finden sein. Meine Fresse nochmal. Ja, erstmal ein bisschen was futtern. Und dann gucken wir mal, ob keiner guckt. Also ist wirklich Safe Zone. Oh, man hat die Safe Zone secured wieder. Cool. Sehr cool. So, dann gucken wir hier. Vielleicht finden wir ja noch was Anständiges. Hier ist nix. Auch nix. Auch nix. Nix. Draußen. Ja, Container. Bams. Nehmen wir. Oh, Unlock. Oh, das gibt ganz viel. Kinders, das gibt ganz viel. Ja. Boah, wie geil. Dum, dum, dum. Alles mitnehmen. Wow, cool. Wie cool ist das denn? Oh, noch ein Helm. Aber wir haben einen coolen Helm. Gut, dass wir so einen großen Rucksack haben. So, alles mitgenommen. Bams. So, dann können wir jetzt hier wieder rausgehen, ne? Gehen wir hier wieder raus. So, weiter, weiter, weiter. Können wir gleich direkt wieder in die Safe Zone flitzen, weil sonst haben wir keinen Platz mehr in unserem Rucksack. Okay. So, wir gehen mal in den Park. Da gibt es normalerweise auch noch... Ah, da ist ein Wohnwagen. Also wir holen uns erstmal hier den Loot ohne Ende. Ah, da oben ist ein Flieger. Ja. Aber der hat uns bestimmt nicht gesehen. So, was gibt es hier? Super. Eine Schippe. Ja,
Ja, gut. Hätte uns schlimmer treffen können, ne? Oh mein Gott. Ein Schreier. Und da kommt ein Flieger. Oh shit. Weg hier, weg hier. Aua. Sag mal, tickst du sauber? Oh scheiße, zwei. Oh, leck mich fett. Hau ab, du Spacko. Geh bloß weg von mir. Schnell nachladen. Wow. Meine Herren, Gesangsfeinde, da kommen sie direkt beide und wollen uns da hier grillen. Ich glaub's nicht. Da wollen die uns doch glatt hier grillen. Ich glaube, takt. Oh, da liegt noch was. Ich hab's schon gesehen. So, schnell dahin. So, Bromex. Sehr lecker, sehr lecker. Ja, ich hab Kaffee, ihr habt Bromex. So. Weiter, da ist noch, da blinkt noch was. Ich habe noch was gesehen. In einem Häuschen hier, da ist bestimmt so ein, ja, ist wieder so ein Snackautomat, wo es Getränke gibt. So, was gibt es? Oh, es gibt Chips. Super. Also diesmal keine Getränke. Okay, sehr schön. Ich glaube, wir machen uns auf den Weg, ja? Wir verbimmeln unsere Sachen wieder. Okay, wir laden uns gerade wieder auf. Gucken wir mal, ob wir auf dem Weg hier irgendwas finden. Also hier scheint nichts mehr zu sein. Dann gehen wir mal einfach weiter. Oh, da hinten ist wieder was. Da ist... Oh. Ja, man merkt, dass die Safe Zone secured ist. Dann sind die Viecher wieder alle hier draußen. Da ist ein Hunter. Wir schleichen uns jetzt von hinten an. Und da bist du Geschichte, mein Freund. Okay, erledigt. Sehr gut. So, wir müssen hier durch den Park. Aber da sehe ich bis jetzt halt nur die kleinen Explosionsviecher. Ja, das sieht ganz gut aus, glaube ich, ja? Oder? Oder? Ja, da ist auch nur so ein Explosionsfuzzi, aber die sind nicht schnell. Bis der da ist, sind wir schon in Hongkong. Gut, ab nach Hongkong. Ne, aber das sieht ganz gut diesmal aus. Es läuft im Moment ganz gut. Wir haben auch unsere alte Levelstufe erreicht. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir nicht sterben. Gucken wir, gibt es hier noch was? Nee. Ah, da lief gerade ein Crawler. Ich höre ihn schon. Ja, komm doch, komm doch. Ich schick dich in die ewigen Jagdgründe. Wo ist er denn? Oh, scheiße. Oh, geil. Bandage. Wow, sehr schön. Und Geld. Geld ist cool. So, eine Bandage können wir auch gut machen. Obwohl, wir haben ja auch dreimal Pillen. Das ist auch nicht schlecht. So. Da ist die Safe Zone. Ja, geile Kiste. Das sieht gut aus. Dann können wir da auf jeden Fall jetzt erstmal unsere Sachen wieder loswerden. Munimäßig, ja, haben wir gut was verballert. So, wir sind auf jeden Fall in Sicherheit. Das ist schon mal viel wert. Die wird so schnell nicht fallen, weil die erst kürzlich secured worden ist. Dann werden wir jetzt erstmal ganz in Ruhe hier unsere Sachen verbimmeln. Hallo, guten Tag. So, wir sind schon da. Da ist auch ein Mitspieler. Der sich aber da durchtut. Okay. Dann schauen wir jetzt erstmal hier. Kriegen wir hier noch irgendwas? Können wir hier was ordern? Nee, schade. Schade, Marmelade. Nee, die kannst du behalten. So, dann werden wir erstmal hier so verkaufen. Ja, das Blut lassen wir auf jeden Fall hier. Das müssen wir beim nächsten Mal ganz in Ruhe alles rüberpacken. Oh, die Granaten, die können wir verkaufen. Das gibt Kohle. Oh, cool. $312 hat das gegeben. Die Muni haben wir 64 Schuss für die Magnum. Oh, das wird auch ein bisschen mehr, aber 36 Schuss. Cool, cool, cool. Oh, und eine Shotgun Frame. Da können wir uns auf jeden Fall bald was bauen. Verkaufen wir jetzt alles.
Okay. Der sieht nicht schlecht aus, aber... Honey Badger. Den können wir nicht in den Global Inventory tun. Scheiße, was soll denn der Mist? Dann verkaufe ich den. Okay, $500. 585, Entschuldigung. So, wir verkaufen jetzt einfach mal alles. So, den Flieger haben wir schon mal verkauft. Einen, der kommt jetzt auch weg. So. Da haben wir noch das. Also wir kommen hier locker auf 8, 8,5 vielleicht. Oder? Ja, doch, jetzt haben wir die 8. Jawohl. So, die Haut weg. Das behalten wir. So, jetzt haben wir 8.100. Ah, die Taschenlampe können wir auch noch verbimmeln. Wir haben so viele Taschenlampen gefunden. Leck mich fett. Cool. So, jetzt sind wir auf jeden Fall wieder gut ausgestattet, was die Kohle angeht. Wir haben jetzt 8.000. Sehr schön. Und dann können wir uns jetzt weiter auf den Weg machen, um hier uns noch was zu holen.